Geheimnis der glänzenden Wasserhahnarmaturen mit dem Tuch immer polieren, dann sehen sie immer schön glänzend aus. Wäsche gestartet und ich fange meine Arbeit. Heute bin ich zu Hause, am Montag bin ich immer zu Hause. Ich wollte ein bisschen mit euch sprechen, so ein bisschen mehr Vlog-Style zu machen. Ja, und heute machen wir machen das gemeinsam. Ich habe das schon mit euch gemacht für Vorsaison. Also wir machten Challenge 3 in 3, 3, ja, 33 Tage, 33 Sachen tragen. Quatsch, 3 Monate lang 33 Sachen tragen. Ich werde euch heute berichten, wie das für mich gelaufen ist. Ich möchte das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Sorry für Kaffeemaschine. Und ja, ich glaube, wir machen das heute. Ich filme so ein Video, ich nehme dich einfach mit. Es wird eher Vlog-Style sein. Ich muss noch ein bisschen am Computer was machen und dann fangen wir gleich an. Ich wollte erstmal darüber sprechen, wie war es für mich, das Challenge, was ich im März, das war glaube ich Mitte März, habe ich mit dem Challenge angefangen, 333, das heißt, ich habe mir 33 Teile, Kleidungsstücke ausgesucht, die ich 3 Monate lang getragen habe. Und offensichtlich, wenn ich das jetzt wieder mache, ja, ich werde es heute für Sommergarderobe machen, hat es mir gefallen, sonst würde ich das natürlich nicht wiederholen. Und ja, wieso habe ich mich damals überhaupt für dieses Projekt entschieden? Ich wollte eigentlich mein Leben, was Kleidung angeht, etwas erleichtern. Zum einen wollte ich erstmal sowieso alle Klamotten, die ich hatte, eigentlich so vor Augen haben und gucken, was habe ich da eigentlich alles? Wie kann ich das untereinander so alles kombinieren? Und dieses Projekt 333, das ist so eine Art Kapsel-Garderobe, ja, man stellt sich 33 Kleidungsstücke inklusive Schuhe, Jacken, Accessoires, man stellt da sich alles zusammen und im Prinzip, das ist eine kleine Kapsel und natürlich, wenn du das zusammenstellst, möchtest du, dass die ganzen Sachen untereinander kombinierbar sind, sodass du maximale Anzahl an Outfits hast. Das war mein Ziel Nummer 1. Und mit diesem Challenge habe ich mich wirklich gechallenged, nur die Teile auszusuchen, die ich wirklich liebe, die ich wirklich gerne trage. Und natürlich unter dem Aspekt, dass die Teile alle irgendwie miteinander kombinierbar sind. Ich hatte aber auch Schwierigkeiten bei diesem Challenge. Das gebe ich auch zu. Als ich das zusammengestellt habe, das war Mitte März oder 20. März. Und ja, es war irgendwie in dieser Woche, wo ich das gemacht habe, ist es schon viel wärmer geworden. Und für mich war so im, ja, irgendwie dieser lange Winter und so, der Frühling kommt, ja. Es war schon viel wärmer. Und ich hatte so ein Gefühl, das wird jetzt einfach aufwärts gehen. Ja, wir werden jetzt einfach wärmere und wärmere Temperaturen bekommen. Und dann habe ich mir irgendwie einen Trenchcoat ausgesucht und irgendwie so Loafers und Schuhe, die eigentlich wirklich nur für Frühling gedacht sind. Und nächste Woche war das so eine Bam, das war dann wirklich wieder so kalt geworden. Das war abartig. Also der Frühling war bei uns ziemlich kalt dieses Jahr. Und ja, was wollte ich dann mit diesem Trenchcoat? Da war mir richtig, richtig kalt. Und im Endeffekt hatte ich irgendwie 3 Pullis gehabt und 2 Jeans oder 3 Paar Hosen. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall,
aus 33 Klamotten, die ich ausgesucht habe, konnte ich eigentlich nur 5 oder 6 tragen, weil das waren die Klamotten für Winter. Ja? Das waren Wollepullis und Sachen, die mich warm gehalten haben. Alles andere, irgendwelche T-Shirts, irgendwelche Röcke und Blusen, die ich mir für Frühling ausgesucht habe, konnte ich noch nicht tragen, weil es zu kalt war. Habe ich angefangen, die Sachen zu ersetzen. Zum Beispiel hatte ich irgendwie so Flipflops ausgesucht, weil ich dachte, okay, das geht ja bis Juni, diese Challenge. Im Juni wird es warm, ich brauche Flipflops, offene Schuhe. Ich brauche so Tanktops. Diese Tanktops, Flipflops und so Sommerkleidung habe ich getauscht. Das heißt, ich habe mir dann Wollemantel wieder rausgeholt, ich habe mir einen Schal wieder rausgeholt, ich habe irgendwie warme Schuhe wieder rausgeholt. Und mit diesen Sachen, also im Prinzip hatte ich aus Challenge 333, war bei mir die ersten Wochen Challenge, wie viele Teile ich irgendwie getragen habe. 10 wahrscheinlich maximal, ja, weil ich nur diese kleine Anzahl an Pullis hatte. Das war challenging, schwierig, und ich habe verstanden, wenn es so eine jahreszeitenübergreifend ist, also vom 20. März bis zum 20. Juni, das funktioniert nicht. Das hat bei mir nicht funktioniert, und ich glaube, das gleiche Problem werde ich im Herbst haben. Das heißt, September ist noch warm, aber November ist schon richtig, richtig kalt. Also für mich habe ich entschieden, jetzt im Frühling und im Herbst werde ich je 6 Wochen das machen. Das heißt, ich werde mir Sachen und Teile aussuchen, nur für 6 Wochen. Und normalerweise ist es so, ja, mit Zeit, wo man dann wirklich Garderobe switchen kann und leichtere Sachen dann anziehen kann im Frühling. Ja, das war ab Mai im Prinzip, konnte man schon wirklich diese Blusen und alles, was ich mir so diese leichte Sachen ausgesucht habe, konnte ich wirklich endlich mal anziehen. So. Das waren die Schwierigkeiten. Ansonsten hatte ich keine Schwierigkeiten. Ich hatte auch kein Problem, dass ich immer wieder das Gleiche getragen habe. Aber wie gesagt, ich bin so ein Mensch, ich habe das früher auch gemacht. Trotzdem habe ich mich irgendwie stylisch gefühlt, weil ich habe im Vorfeld mir Gedanken gemacht, was zu was passen wird. Und ich habe mich echt wohl gefühlt in den Sachen. Und ich wusste, dass ich, das Anziehen ging super schnell. Und ich glaube, es ist auch wichtig für uns Mamas, dass wir eine Entscheidung einfach weniger haben, ja, weil wir so viele Entscheidungen treffen müssen tagsüber. Und einfach, dass das ganze Anziehen schnell geht und dass man sich bereits im Vorfeld, vielleicht wird es jetzt ein paar Stunden dauern, ja, das Ganze. Ich investiere aber gerne diese Zeit, weil später, die ganzen 3 Monate lang, muss mir gar keine Gedanken machen, was ziehe ich jetzt an. So sieht mein Kleiderschrank jetzt aus, ist ein bisschen vollgepackt. Und was mich auch noch ganz gut gefallen hat bei dem Challenge 333, als ich mir dieses Outfit zusammengestellt habe, habe ich auch alles gebügelt. Und ich muss sagen, ich hasse Bügeln. Das ist etwas, was ich echt nicht mag. Und ich mag das nicht, aber als ich das auf einen Rutsch alles gebügelt habe, habe ich festgestellt, das war viel einfacher, als ich dann die Sachen gewaschen habe, war das viel einfacher, gleich zu bügeln. Und dann hatte ich immer gebügelte Sachen in meinem Kleiderschrank, was ich momentan nicht habe. Und vor allem bei Sommersachen, ich habe viel Leinen. Und noch eine Sache, jemand hat mich gefragt, wie ist es mit der Wäsche? Ja, weil man so wenig Kleidung hat, muss man wahrscheinlich öfters waschen. Ich fand es gar nicht so. Ja, ich wasche meine Kleidung einmal in der Woche. Sonst wasche ich jeden Tag. Meistens sind es Sachen von den Kindern. Klar, Handtücher, Bettwäsche, und jeden Tag haben wir eine Waschladung. Aber meine persönlichen Sachen, ich würde sagen, einmal in der Woche wird alles gewaschen, und das hat ausgereicht. Mein erster Schritt ist, die Sachen rauszunehmen, die ich gerne trage, die ich oft trage, die ich liebe, ohne die ich meinen Sommer gar nicht vorstellen kann. Dann muss ich gucken, ob diese Sachen miteinander kombinierbar sind und was ich noch dazu holen kann, damit ich mehr Outfits und Kombinationen habe. Und ich muss sagen, dass die ganzen Strandkleidung, die ich nie in die Stadt anziehe, werde ich außer Acht lassen. Und ab und zu, wo wir gestern waren, wir am Baggersee,
das werde ich jetzt nicht berücksichtigen, das habe ich jetzt für mich entschieden. Genau, ich diktiere meine eigene Regel. Ich muss jetzt nicht streng nach dem System vorgehen. Ich mache das für mich und dementsprechend passe ich das für mich an. So, jetzt habe ich mir die Schuhe ausgesucht. Diesmal habe ich mir einiges an Schuhe zur Seite gelegt. Da sind etwas schönere Sandalen, falls wir, ja, wir haben noch Hochzeitstag im Sommer und andere Events, wo ich die Sandalen anziehe. Das ist eher Sachen, wenn wir zum Schwimmbad gehen. Das sind diese Flipflops, die trage ich oft, wenn ich einkaufen gehe. Die sind auch super bequem, obwohl sie diesen Absatz haben, aber die sind super bequem. Und dann die Schuhe, wenn wir mal irgendwie ja ein bisschen wandern gehen oder so, habe ich diese Converse, die ich natürlich auch jetzt reinigen muss. Die sind etwas dreckig. Da sind die Taschen, die ich mir ausgesucht habe. Das ist mein Rucksack, das ich immer habe. Die Tasche ist eigentlich die mag ich nicht. Also das Problem ist bei der Tasche, das ist so eine Sommertasche, dass dieses Blaue, ich habe einmal ein weißes T-Shirt angehabt und das ganze weiße T-Shirt war so ziemlich blau an dieser Stelle, wo die Tasche dran war. Genau, also die Tasche habe ich zwar hierher gelegt, aber das ist eher Platzhalter, weil ich eine andere Strohtasche finden möchte. Genau, und das ist eine kleine Tasche, die ich oft im Sommer trage, wenn ich mal, ja, wenn ich ein Kleid anhabe und dann ist diese Tasche super. Und die Klamotten habe ich jetzt auch schon alle durch. Und nur diese Sachen haben nicht mehr gepasst. Und die werde ich zurücklegen. Accessoires sind mit inkludiert und natürlich brauche ich Sonnenhut. Ich habe auch so ein Käppi. Was ich manchmal am Strand oder im Schwimmbad trage. Das habe ich jetzt gerade nicht dabei, das ist in der Wäsche. So, ich habe jetzt hier zwei Paar Ohrringe ausgesucht. Ich habe ein kleiner Gürtel und Sonnenbrille. Also was Accessoires angeht, bin ich ziemlich minimalistisch. Ich habe nicht so viele, ich mag auch nicht so viele und ja, das reicht mir aus. Ich trage immer die gleiche Sonnenbrille und genau. Auf jeden Fall hat es bei mir nicht mal eine Stunde gedauert. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Ich werde jetzt die ganzen Sachen bügeln und dann werden sie ganz schön in meinem Kleiderschrank hängen. Und ich freue mich schon morgens, mich anzuziehen. Ich muss sagen, bügeln im Sommer, macht gar keinen Spaß. So, ich habe mir ausgesucht, also es ist einmal ist es so ein Jäckchen und ein Pulli und dann kommen die Kleider, die ich habe, ein schwarzes Kleid, Giraffenkleid, wie meine Kinder sagen, ein weißes Kleid, ein blaues Kleid, noch ein schwarzes Kleid. Noch so ein Langarmkleid, wobei das ist Viskose und eigentlich fühlt es sich auch ziemlich leicht und luftig an. Das habe ich jetzt vor kurzem gekauft und noch nie angezogen, weil es nicht gebügelt war. Jetzt kann ich das endlich mal anziehen. Dann habe ich hier drei Paar Hose, also es ist auch Leinenhose, 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 weiß und Leinenhose in beige. Die habe ich zwar gebügelt, aber schau mal. Ja, es ist halt so, das Problem mit Leinen, das ist nicht so wirklich gebügelt ist, aber egal. Dann habe ich zwei Paar kurze Hose, weiß und schwarz. Und dann kommen die Shirts, also schwarz, weiß, ein T-Shirt. Dann ist das auch so eine Bluse, auch aus Leinen. Dann habe ich so ein Hemd
Leinenhemd. Das trage ich auch gerne, wenn es sehr heiß ist und ich nicht verbrennen möchte. Ja, wenn ich irgendwo in der Sonne bin, trage ich das doch ganz gerne. Und dann habe ich noch so einen Tanktop. Und das war's an Kleidung. Und die Schuhe und Taschen habe ich dir bereits gezeigt. Die Frage ist, lohnt es sich überhaupt, so ein Challenge zu machen und sowas überhaupt zu starten? Und meine Antwort ist, es lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren. Und bei dem Challenge ist es so, dass keiner zwingt dich zu sagen, jetzt müsstest du deinen ganzen Kleiderschrank aus und wirst zu einem Minimalisten und begrenzt deinen Garderobe nur auf die bestimmte Anzahl von Sachen und alle Sachen müssen schwarz, weiß und beige sein. Ich finde, dass der Vorteil von diesem Challenge ist, dass keiner sagt es dir, sondern du kannst die Sachen einfach wegräumen. Du verzichtest nicht auf diese Sachen, sondern du legst die einfach zur Seite und schaust, ob du wirklich ohne diese Sachen auskommen kannst. Und ich glaube, die Hürde ist größer, wenn du gleich diese radikale Methoden dir vornimmst und sagst, jetzt misste ich gesamte Sachen aus. Ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall durchzugehen und zu sagen, okay, das werde ich definitiv nicht mehr anziehen. Dann lohnt es sich natürlich, einen Blick drauf zu werfen und zu gucken, was brauchst du überhaupt, was du definitiv ausmisten wirst. Aber alle anderen Sachen, die so, vielleicht, vielleicht nicht, ich weiß es nicht, kannst du einfach zur Seite legen und in drei Monaten ist nicht lange, oder wenn du ein Problem hast mit 3 Monaten, mach das nur 1 Monat lang und dann kannst du wirklich sehen, ob das was für dich ist, ob du mit der Menge von Kleidung klarkommst, ob das dich challenged, ob du Vorteile siehst, ob du Leichtigkeit bekommen hast, ob du Freude am Anziehen bekommen hast. Wenn man weniger Kleidung hat, man pflegt die Kleidung auch anders, habe ich festgestellt. Also es ist so, dass man mehr daran dann schaut, ne, wie sieht meine Kleidung aus. Ich habe viel mehr gebügelt als sonst, ja, weil ich einfach mehr, man hat ja nicht viele Sachen und da pflegt man diese Sachen, die man hat, wirklich gut und das sind die Sachen, die man wirklich liebt. Ich möchte auch gerne wissen, ob du das schon mal ausprobiert hast beim letzten Mal. Wir haben dann ein paar Leute haben wirklich geschrieben Challenge 333 oder Projekt 333. Wenn du das jetzt ausprobieren möchtest, schreib das auch gerne in den Kommentaren. Projekt 333, das heißt für mich, du machst mit. Und falls du Zuschauer bist von dem letzten Video und hast mitgemacht, würde mich auch gerne interessieren, was sind deine Erfahrungen? Hast du es ausprobiert? Hat es dir gefallen? Was sind die Vorteile und Nachteile, die du für dich entdeckt hast? Schreib gerne in den Kommentaren und schreib mir gerne, ob du so eine Art von Vlogs gerne haben möchtest. Ein bisschen ungestellt, die Kamera wackelt vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Da kann ich aber mehr dich in meinen Alltag einfach integrieren, mitnehmen und ein bisschen freier mit der Kamera sprechen. Ich wünsche dir alles Gute, eine tolle Woche und wir sehen uns in dem nächsten Video. Ciao!